Es ist so nervig, wenn man doch noch über die Feiertage arbeiten musste oder was ja musste, muss und noch getan werden sollte und weil die anderen Leute wollen ja Ostern frei haben und ich muss halt arbeiten. Ach, dummes Leben als Auszubildender in, weiß nicht, irgendwas anderen, in Altenpflegeheim da in der Küche zu arbeiten und da an der Ausbildung zu machen und habt ihr nicht gesehen. Ich habe ganz tolle Arbeitskollegen. Ja, super. Nein, Spaß zur Seite. Ich krieg auch kein extra Geld oder so, aber ich habe gesagt, wenn keiner da ist, kann ich ruhig machen, weil ich habe ja sonst nichts zu tun hier. Außer vielleicht ein bisschen hier was für YouTube zu machen. Ja, das war's dann noch. Nein. Ja, wie gesagt, ich muss dann arbeiten, dafür kriege ich einen anderen Tag frei. Ich hoffe, ich kriegt nicht der Monster, der jetzt kommt, sondern der nächsten Montag. Der kommt dann halt frei. Ja, dann, ich weiß nicht, was ich an den Montag dann mache. Weil ich habe generell noch keinen Plan, was ich machen werde. Ein Livestream wäre ein bisschen doof mit 6K Internet, also 0,5 ungefähr Upload, kannst du halt keinen Stream machen. Das ist ein bisschen blöd. Und sonst hätte ich gesagt, wir machen zwei oder drei Stunden Stream oder so ungefähr. Das ja, weiß ich nicht. Ist meine Idee, wenn nicht, ich muss mir was überlegen. Also irgendwas anderes als letztes Jahr wollte ich was machen. Ja, wie man unschwer erkennen kann, spiele ich mit Chip, einfach keine Kleidung, außer mit der Daredev, weil ich ein bisschen Missionen machen wollte, glaube ich. War das so eine Mission? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Es ist auch eine Woche her, wo ich das wieder aufgenommen habe. Ja, mal gucken. Also ich weiß es jetzt nicht momentan, was ich machen werde. Ihr könnt ja Vorschläge machen, was ich machen sollte. Wenn es gute Vorschläge da sind, dann sind die halt gut. Und Macworld fängt ja ab den 18., also morgen, für euch jetzt heute. Ja, das Osterwochenende und dreifache MP kann man ruhig, sagt man nicht nein dazu, wenn man ein bisschen auf MP-Hammer, Kapselmaschine spielt und weiter so fort. Ich bedanke mich an den Feedback von der letzten Folge von Macworld dann halt. Und ja, ich muss halt gucken, was ich mit der Waffe da mache. Also auf jeden Fall, wenn die ist dann nur 5 für der Feuerrate schwächer, nee, ja doch, Feuerrate um 5 schwächer und Schaden glaube ich um 18 schwächer. Ja, kann man ruhig sagen, dass man vielleicht mehr auf Präzision gehen kann oder so. Das wäre so eine Maßnahme. Da ich ja auch gleich zum Arzt muss, muss ich mich gleich ein bisschen beeilen. Also zum Glück geht das Video nicht so lange. Ja, Testergebnisse wegen Magenspiegelung und weiter so fort. Mal gucken, was es ist. Was denn? Oh, ich krieg zu viele Assisten, ey. Also, Kills kriege ich Assisten. Also, was ich gelernt habe in diesem Game Day ist, man kann mit ohne Kleidung auch noch ziemlich viel rumreißen. Also, das heißt, naja, hab mal eine gute Waffe. Ich werde demnächst mal versuchen, mit einem Charakter, also mit einer Figur hier, nur mit Default-Sachen zu spielen. Ja, warum nicht? Ich glaube nicht, dass es schwerer sein wird oder so, aber ich glaube, es wäre so halt so ein bisschen die Herausforderung halt. Man muss dann nur gucken, wo man am besten hingeht und hast nicht gesehen. Also immer in der Nähe von Helfstände. Das ist doof. Und ich habe es doch noch geschafft mit 41 HP. Sehr schön. Alter Schwede. Ja, natürlich gehst du dann schnell down, deswegen damit mal, aber gut. Der Arsch hat es aufgesaugt. Und ich habe ihn noch gekillt gekriegt. Ja, habe ich. Gut. Nein! Ja. Was meinst du? So, und der ist auch weg. Ja, wenn die nicht aufpassen, ist es in Ordnung. Die sollen mehr aufpassen. Nein. Ich weiß, ich weiß. Ich habe irgendwie vor, demnächst hier die Luftzielfahrt zu holen. Ja, das heißt, ich werde nochmal Geld ausgeben. Aber ich würde diesmal ja nicht aufnehmen. Ich glaube nicht, dass ich diesmal was bekommen werde.
Ja. Einfach Kies stehlen. Ich werde tot sein, ja. Ja, mal gucken. Ich habe 12 Kills und bin 4-mal gestorben oder so gerade. Irgendwie sterbe ich gleich nochmal sehr oft. Weil der Typ nicht aus dem Weg geht. Ja, yep, danke sehr. Ich hasse dich. Ich hasse dich sehr. Weil du nicht aus dem Weg gegangen bist. Genau. Nein, dann. Boah. Mal gucken. Krieg ich dich? Da, ich glaube nicht, dass ich dich down kriege, aber der Assist ist immer sehr nice. Weiß nicht, das Match kann man einfach sagen: Assist, Haunting oder irgend sowas in der Art. Ja, gut, egal. Schön, Shield. Naja, also wie lange bist du unverwundbar? Bitte? Ja, hau ab. Hau bloß ab. Na gut. Wo sind die Gegner? Ich sehe die nicht. Doch, da hinten. Ja. Geh mal down, bitte. Warum gehst du nicht down? Ja, was gibt's denn am Wochenende? Borderlands 2, das fünfte und letzte Handhunter DLC wird es geben. Es sind da nur 3 Parts, also von daher, wenn ihr das seht, seht ihr schon, glaube ich, den zweiten Part schon. Und ja, es ist recht kurz gewesen. Also es ist für, weiß nicht, ein bisschen so viel für eine Stunde Spielspaß geht aus Gamerei, aber na gut. So viel schon wieder ein Assist, ey. Ich hasse Assisten. Ich krieg nie Geld. Nie MP. Ich bin so MP-Pleite. Na gut, egal. So, alles aufsammeln. Ich muss unbedingt meine Hammer mal ausgeben da. Also die Kapsel da. Scheint mal, dass man die Kapsel nicht verkaufen kann oder so. Na komm, 2 Kitzel. Ey, 7, das ist so schlimm, ey. Anders ist gut, wenn man da absehen könnte, hätte ich jetzt gerade mal, warte mal, wie viel 11, 10 McKills gehabt. Also von daher war das in Ordnung. Bis demnächst wieder und ja, mal gucken.